weil ich viel unterwegs bin auf Tour mit meinem Solo und da bin ich, wie gesagt, in ganz Deutschland unterwegs, was heißt, dass da immer verschiedene Dialekte gesprochen werden und ich liebe Dialekte einfach. Ich nehme das auch, ich muss das sofort, ich saug das automatisch auf. Und das Schöne ist, dass sich jeder Dialekt für was anderes eignet. Das heißt, Berlinern, damit kannst du rumfrotzeln, ist total der Knaller. Das heißt einfach, wenn dir irgendwer auf den Sack gehst, sagte, wird kein Icken dafür, dass dein Leben in Arsch ist? Ganz im Ernst, wenn du nicht mehr klarkommst, dann leg dich einfach auf die Gleise, dann macht der Tut-Tut und Jut. Oder wenn ich irgendwie so ein Schnäppchen geschlagen habe, dann kommt der Schwabe durch. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Das habe ich jetzt wirklich für 50% günstiger gekriegt. Da fallen mir glatt die Spätzle ab. Super. Und wenn ich tatsächlich jedes menschliche Wesen einfach nur verabscheue, geht das am besten auf Wienerisch. Also, Wienerisch ist die beste Sprache, aber ich liebe diesen Dialekt. Das ist direkt so. Also, letztens hat es bei mir in der Haustüre geklingelt. Stand meine beste Freundin da, war ganz verheult, hat gesagt, sie hat alles verloren. Haus, Auto, schief, wirklich alles. Hat gefragt, ob sie vorübergehend bei mir wohnen kann. Habe ich sie natürlich direkt vom Grundstück jagen lassen. Jetzt ist sie obdachlos. Schlimm. Aber das ist so, der Wiener Dialekt ist der beste. Ein Kumpel von mir, der kommt auch aus Wien und der hat eine sehr alte Nachbarin. Und immer, wenn die vorbeigeht, sagt er einfach nur, irgendwann ist auch mal Zeit zum Sterben. Danke euch.